Malte 11 Jahre behauptet, ich kenne die Nachbarstaaten aller Länder auf der Welt und auch deren Hauptstädte und das besser als ARD-Wetterexperte Sven Plöger. Malte und Sven bekommen abwechselnd je 4 Länder genannt. Zu jedem Land müssen sie alle Anrainerstaaten und deren Hauptstädte korrekt benennen. Sollte es zu einem Gleichstand kommen, gibt es ein Stechen. Malte als Herausforderer beginnt. Klein gegen groß, auf los geht's, los! Malte, die erste Aufgabe für dich. Wir haben das für Sie, meine Damen und Herren, zu Hause so aufbereitet, dass Sie natürlich mitspielen und mitraten können. Die beiden sehen nichts außer mein Gesicht. Hier ist das erste Land für Malte. Wir reden über Usbekistan mit der Hauptstadt Taschkent. Und du sagst mir bitte die Nachbarstaaten dazu. Okay. Die Nachbarländer sind Kirgisistan, Bischkek. Ja. Tadschikistan, Dushanbe. Richtig. Turkmenistan, Aschgabat. Das stimmt. Afghanistan, Kabul. Und Kasachstan, Astana. Das ist dein erster Punkt, Malte. Sehr gut. Wow, toll. Sehr gut, sehr guter Einstieg. So wichtig, dass man gut ins Spiel reinkommt. Erster Punkt für Malte. Wir kommen zum ersten Land für Sven Plöger. Tansania und die Hauptstadt Dodoma. Nördlich haben wir Kenia mit Nairobi. Ja. Im Süden kommt Mosambik mit Maputo. Ja. Dann kommt Malawi mit Lilongwe. Ja. Dann kommt Sambia mit Lusaka. Ja, auch. Dann kommt die Demokratische Republik Kongo. Also die ist gar nicht so demokratisch, aber mit Kinshasa. Ja. Und dann kommen 3 kleine Länder. Burundi. Mit Bujumbura. Richtig. Cool, was? Dann kommt Ruanda mit Kigali. Ja. Und Uganda mit Kampala. Das ist richtig. Respekt, Herr Plöger. Aber man darf auch nicht die Konzentration verlieren während eines solchen Duells. Ne? Nicht zu früh, Freund. Zweite Aufgabe für Malte. In diesem Land leben 1,2 Milliarden Menschen. Das Land ist Indien und die Hauptstadt Neu-Delhi. Die Nachbarländer sind China, Peking. Ja. Bhutan, Thimphu. Ja. Nepal, Kathmandu. Richtig. Bangladesch mit Dhaka. Ja. Myanmar mit Naypyidaw. Ja. Und Pakistan mit Islamabad. Dem ist nichts hinzuzufügen. Boah. Zweiter Punkt für Malte. So, Sven, weiter geht's. Der flächenmäßig größte Staat der EU, Frankreich, mit der Hauptstadt Paris. Ist vielleicht jetzt auch für Sie zu Hause die Chance zu glänzen. Das könnte klappen. Frankreich eben mit Paris. Dann kommt Belgien mit Brüssel. Ja. Dann kommt Luxemburg mit Luxemburg. Richtig. Dann kommt Deutschland mit Berlin. Mhm. Dann kommt die Schweiz mit Bern. Ja. Dann kommt Italien mit Rom. Ja. Dann kommt Monaco mit eigentlich der Stadt, es ist ja ein Stadtstaat, also Monaco. Ja. Und dann kommt Spanien mit Madrid.
Und dann kommt Andorra mit Andorra la Vella. Das ist korrekt. Ja. Malte? Der ist schon ganz gut. Naja, ist schon ganz in Ordnung, ne? Der Herr Plöger. So, dritte Aufgabe für dich, Malte. Es ist das Heimatland der Sängerin Shakira. Kolumbien mit der Hauptstadt Bogota. Nachbarländer sind Venezuela, Caracas. Ja. Brasilien mit Brasilia. Ja. Ecuador mit Quito. Ja. Peru mit Lima. Ja. Und Panama mit Panama-Stadt. Das ist korrekt. Super. Sehr gut. 3:2 für Malte. Herr Plöger, sind Sie bereit für ein neues Abenteuer? Schwierig, schwierig. Weltgrößter Inselstaat? Indonesien. Ja. Und die Hauptstadt ist Jakarta. Ja. Indonesien mit Jakarta. Daran grenzt im Westen, im Westen Malaysia mit Kuala Lumpur. Richtig. Im Osten Papua-Neuguinea mit der Hauptstadt Port Moresby. Richtig. Und dann gibt es ein ganz kleines Land, Osttimor, mit Dili. Auch das ist korrekt. Ja, aber noch sind wir nicht fertig. So, Malte, jetzt kannst du zeigen, ob du mit Druck umgehen kannst. Aber ich glaube schon, so wie ich dich kennengelernt habe. Hier ist der vierte Staat, zu dem wir von dir alle Nachbarstaaten wissen möchten. Die Landesgrenze ist 7.243 Kilometer lang. Und ich rede von Mali mit der Hauptstadt Bamako. Die Nachbarstaaten sind zum einen Algerien mit der Hauptstadt Algier. Ja. Senegal mit Dakar. Ja. Guinea mit Conakry. Ja. Elfenbeinküste mit Yamoussoukro. Ja. Burkina Faso mit Ouagadougou. Ja. Und Niger mit Niamey. Ja. Mauretanien, Nouakchott. Das ist korrekt. Richtig beantwortet. Ja. 4:3 für Malte. Sven, es liegt an dir. Entscheidung oder Stechen? Guatemala. Die Hauptstadt ist Guatemala-Stadt. Also das ist Mittelamerika. Guatemala mit Guatemala-Stadt. Grenzt nach Norden an Mexiko mit Mexico City. Ja. Dann kommt ganz klein Belize mit Belmopan. Ja. Dann kommt Honduras mit Tegucigalpa. Ja. Und dann kommt El Salvador mit San Salvador. Das ist korrekt. Stechen. Ja. Super. Wie viele Kolleginnen und Kollegen hast du in den letzten Wochen wahnsinnig gemacht? Sehr, sehr viele. Also gestern Abend waren wir in München essen und man konnte mit mir überhaupt kein Gespräch führen. Ich bin vollkommen autistisch unterwegs gewesen und habe immer nur Länder und Hauptstädte gesagt. Also völlig egal, was war. Selbst bei der Bestellung. Also das ist komplett schwierig. Also man sieht, alle Vorbereitung hat sich gelohnt. Ein Gegner auf Augenhöhe für Malte. Wir kommen zum Stechen. Hier ist der Start, die Aufgabe fürs Stechen.
Es geht um die Dominikanische Republik. Oh. Ich möchte dir keine Reaktionsgeschwindigkeit absprechen, aber da war Malte ein Müh schneller. Ich habe ein ganz anderes Gefühl gehabt. Aber gut. Nein. Pass. Malte, sag an. Hauptstadt Santo Domingo. Ja. Und die Nachbarländer sind Haiti, Port-au-Prince. Und mehr gibt's nicht. Nein, genauso ist es. Und damit gewinnt Malte das Anrainerstaaten-Duell. Sehr gut. Kommt nach vorne. Glückwunsch. Wenn ihr noch mehr coole Challenges sehen wollt, dann gibt es die hier in der Mediathek und hier gibt es das nächste Video. Also abonniert den Kanal und denkt an die Glocke.